hat ein Mann Fotos zu mir gemacht. So ungefähr so 4, 5 Fotos. Menschen, wohin das Auge reicht. Die ganze Straße ist voll. Es wurde zu einem Casting, besser gesagt einem Komparsen-Casting aufgerufen. Und zwar für eine große Hollywood-Produktion. Die Organisatoren halten sich bedeckt. Doch für die Bewerber ist es ganz klar, es muss sich einfach um den dritten Teil der Tribute von Panem handeln. Manche stehen schon seit Stunden da. Aber warum? Man kriegt 50 Euro am Tag. Mir geht es jetzt gar nicht um das Geld, sondern mir geht es einfach nur darum, bei so einem großen Film die Tribute von Panem mitgewirkt zu werden. Na, vielleicht wird man positiv irgendwie berühmt. Ich bin extra aus Köln hierher gefahren, um meine Chance wahrzunehmen. Ich wollte Komparse werden. Bitte hier drin einen Komparsenschein ausfüllen mit euren Daten, die abgefragt werden. Bitte leserlich schreiben, ganz wichtig, weil sonst können wir euch nicht erreichen. Nachdem die Zettel verteilt wurden, heißt es erneut warten. Diesmal drin. Wenn man auch diese Schlange hinter sich gelassen hat, wird fotografiert. Vielleicht so 20 Sekunden dauert das Prozedere. So. Fertig. Und, wie war's jetzt? Prima. Witzig. Na dann. Vielleicht können einige ja wirklich mal die Luft der ganz großen Scheinwerfer schnuppern. Gedreht werden soll im Frühsommer in den Babelsberger Studios in Potsdam. Aber bis dahin kann man sich ja auch noch mal ausgiebig die ersten zwei Filme der Tribute von Panem anschauen. Rein aus Recherchezwecken natürlich.